Jetzt muss ich wieder auf Vorsicht spielen. Oh, hat gereicht. Und weg mit dir. Gut, das könnte sogar noch klappen. Mhm. So, zur Sicherheit einen Heilstein einwerfen. Wow, das war knapp. Also ja, ein einzelner von denen hier unten ist machbar. Und weg. So. Wieder ein Boss besiegt. Und die Ruinenwächterseele, die verdammt viel wert ist. Beziehungsweise da unten die Seelen, die wir da noch durch den Bossfight gekriegt haben. Die haben wir gekriegt. So. Jetzt wird's hier lustig. Das hier ist nämlich der Raum der Geheimtüren. Und ich hoffe mal, dass alles heil geblieben ist, weil die Gegner können durch die Wände schlagen. Und Truhen dahinter zerstören. Aber die Truhe ist noch heil. Gut. Zielschild ist nichts Besonderes. Also ja, an die Wand hingehen und die Aktionstaste drücken. Öffnet hier die Geheimwände. Und das hier ist übrigens die kaputte Tür, die wir von der anderen Seite gesehen haben. Das Schild steckt immer noch da in der Wand. Gucken wir uns mal kurz die restlichen Wände noch an. Nein, nix. Gut, das heißt, die Wand da ist jetzt offen. Nachricht voraus. Wir summen von feindlicher Horde. Ja. So, erstmal hier hoch. Hier ist nämlich nochmal irgendwo eine Geheimwand. Genau. Hier ist der Zauber Stille drin. Stille wird benötigt, ja. Illusion voraus. Ja, da wird jetzt die Wand gemeint. Man kann nämlich alternativ auch hier abkürzen. Da wäre der Weg weiter übrigens. Vorsicht vor Falle. Ja, das kenne ich. Das bewerte ich auch mal. Und hier oben können wir uns auch noch nach Geheimtüren umschauen. Es ist nämlich... Hier müsste noch eine sein, genau. So, der muss weg, weil die Truhe ist auch wieder aus Holz und ich will nicht, dass der die demoliert. Auch wenn da nur rötliches Wasser drin ist. Hurra für Sieg, ja. Und hier ist natürlich Zwerg wird benötigt. Das ist einfach so der Witz, weil hier ist zwar vom Design her so ein schmaler Unterstand, wo nur ein Zwerg drunter passen würde. So. Und hier sind wir wieder hier unten in der Bossfight-Arena. Das Schild steckt immer noch da. Fest, juhu. Jetzt können wir hier hoch. Oh, da drüben habe ich was vergessen. Also ja, wir sind da drüben. Wenn, au. Augen im Kopf. Sollte man auch haben. Wir sind da drüben runtergefallen durch das Loch, haben dort auf der kleinen Plattform, drei Hammerknochen, haben dort auf der kleinen Plattform gegen den ersten Boss gekämpft. Ich weiß nicht, ich glaube, das da oben kann man nicht betreten. Jedenfalls war ich noch nie da oben. Haben da gegen den ersten Boss gekämpft. Man sieht die ganzen Blutlachen. Also sind hier in letzter Zeit noch viele Leute gestorben. Im Kampf gegen diesen Boss. Dann sind wir runtergesprungen und haben dort gegen die anderen beiden gekämpft.
Und jetzt sind wir hier oben. Seele eines namenlosen Soldaten. Und ja, hier heißt es Durchbruch, nämlich... Genau, der hier hinter uns explodiert. So. Leuchtfeuer. Gleich mal rasten. Können wir wieder zurück. Jetzt bin ich mir ganz nicht ganz sicher. Es sieht danach aus, oder? Ja. Ich hab's mir doch fast gedacht. Habe ich mich doch noch richtig erinnert, dass der Pursuer hier unten ist. So. Der geht aber auf jeden Fall leichter. Weil der direkt bei einem Leuchtfeuer ist. Und ja, im Dunkeln gegen den Pursuer zu kämpfen, ist nicht so schön. Mist, ich habe ihn nicht getroffen. Doch, ich habe ihn getroffen. Weg, so. Hier wäre wieder ein Platz für einen Wahrheitsverkünder. Da ist eine große Keule und hier ist eine Truhe. Was war in der nochmal drin? Eine Priesterglocke. Haben wir so eine nicht schon? Nee, das ist eine etwas andere. Ich glaube, das andere ist eine Klerikerglocke. So, hier unten können wir nicht viel machen. Wir haben nämlich keinen Wahrheitsverkünder. Aber wir haben jetzt auf jeden Fall genug gesehen, dass es sich rentiert, nach Majula zurückzugehen. Und ja, jetzt haben wir schon zum dritten Mal den Pursuer hier in der verlassenen Festung getötet. Und ich kann euch schon mal sagen, das war nicht, immer noch nicht das letzte Mal. So. Ich würde mal sagen, von dem Geld kaufe ich mir erstmal hier den teuren Duftzweig. So. Und kaufe mir auch hier das Heilen. Thanks. Und jetzt geht erstmal alles in Zauberei. So, aufsteigen. Also Zauberei, Zauberei, Zauberei. Und das reicht gerade mal so. Sehr schön. Was mache ich mit den restlichen Seelen? Für das Upgraden meines Speers bräuchte ich noch eine so große Titanitscherbe. Die könnte ich mir bei MacDuff kaufen, theoretisch. Seelen hätte ich ja genug übrig zum Benutzen. Erstmal das unnötige Zeug weg. So. Ich würde aber eher sagen, mit dem Duftzweig, den wir jetzt haben, machen wir einen kurzen Abstecher ins Dazwischen und tun dort die Statue entzaubern. Jo, wir kommen im Dazwischen. Mal wieder, hier ist alles schön erleuchtet. Ja, wir können jetzt ihn hier entsteinern. So. Weg mit dir. Und können hier die letzte Nebelwand betreten. Hallo. Basilisken. Au, hallo Schießer. Und stoßen hier den Baumstamm mal um.
Was ich auch lustig finde. Kommst du rüber? So. Boah, vorsichtig. Ja, der ist gar nicht mal so schwach dafür, dass er eigentlich ein Tutorial-Gebiet Gegner ist. Also ja, das Ding, ganze Gebiet hier ist mehr oder weniger abgegrenzt gewesen. Durchsucht eure Umgebung. Dieser Tutorial-Hinweis, den kriegt man erst jetzt. Das ist richtig, richtig schlecht gemacht. Also die Idee hier, das Tutorial-Gebiet abzuschotten und ja, hier schwere Gegner einzubauen und dann verschwinden halt die Tutorial-Hinweise, die es hier drin noch gibt. So. Da unten sind noch mehr von den Viechern. Bogen. Naja, toll. Das heißt wohl Sprungangriff. Das sah jetzt gerade ulkig aus, wie man da steht und runterguckt. So. Und ja, das ist jetzt übel. Weil hier oben steht noch ein Fernkämpfer. So. Normalerweise waren hier unten, glaube ich, zwei Hüllen. Und nicht die Jungs hier. Erstmal ist hier eine Estusflakor-Scherbe. Die ist allerdings neu. Feuerdrackenstein. Also damit könnten wir unseren Speer bei McDuff Feuer verzaubern. Oder infusieren. Durchdringen. Normalerweise im normalen Dark Souls 2 waren hier unten ein paar Hüllen und der Fernkämpfer hier. Die Stelle war schon schwierig für Tutorial-Verhältnisse. Wobei in Dark Souls 1 gab es im Tutorial den Asyldämon. Der gleicht das mehr als aus. So. Du noch? Du bist recht einfach. Und dann können wir hier als erstes den Baumstamm umstoßen. Klaboing. Und uns eine Abkürzung schaffen, dass wir das ganze Gebiet da nicht nochmal machen müssen. So. Letzte Fackel entzünden hier. Und wieder aufs Schild wechseln. Das wird jetzt lustig. Da steht nämlich einer von den Hippos. Und da ist der andere. Wir haben einen Rückzugspunkt, wir haben eine Abkürzung, dass wir einfach in das Gebiet kommen, wenn wir sterben sollten. Wow. Okay, der fliegt einfach mal runter. Wow. Die haben es allgemein gerade mit dem Runterfliegen. So. Einer ist weg. Die respawnen auch zum Glück nicht. Hey. Und man merkt, sie teilen nicht mehr ganz so viel Schläge aus. Ja, komm ruhig hoch. Und der da bewacht einen Sarg. So. Hier hinten ist nichts, aber da ist was. Wie überraschend. Der Pursuer.